Ja, aber das ist doch Mode, dass man da einfach nur hinten rumlümmelt. Das ist völliger Schwachsinn. Jetzt wüsstest du, was Mode in StarCraft 2 ist. Guck dir mal Bundesligaspiele an, ja? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ich Folge bin StarCraft 2, 2 Terraner. gegen 2. Ich bin das erste Mal Zerg heute. Für ein Skin für deine Hedge, das sieht ja total stulle aus. Das Und ist der meine von dem auch. aktuellen Dings. Nein, 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 das ist der Classic-Skin. Doch, 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 doch. Das ist hundertprozentig der Classic-Skin. Ja, und der ist aus der aktuellen Warchest. Also, mit aktuell meine ich die letzte. Und auch die letzte, die es jemals gab. Und Das geben weißt du wird. ja noch gar nicht. Doch, das weiß ich schon, das haben sie doch angekündigt, Cyborg. Ja, aber das heißt ja nicht, dass die das umsetzen. Natürlich heißt es das. Die Aufgabe Wir schon werden noch entwickeln. 180 verschiedene, wie heißt das Scheißspiel? Call of Duties im Launcher haben demnächst. Irgendwie ist der ganze Launcher inzwischen voll von Ja, aber das Call hat of ja Duty. mit Blizzard nichts zu tun. Das macht ja Activision. Ja, aber das ist ja das Problem, dass das eine Firma ist. Vorher war ja alles gut. Ich sehe das ähnlich, dass das ein Problem ist, dass das eine Firma ist. Auch Call of Duty sehe ich da eher kritisch. Aber ich glaube, ohne Activision würde es auch kein Blizzard mehr geben. Ich glaube nicht, dass die umsonst sich verbrüdert haben mit Activision. Irgendwelche Gründe wird das schon gehabt haben, denke ich mir dabei. Ja, die werden halt aufgekauft worden sein, ne? Aktienkurs war halt zu niedrig. Haben halt zu lange nichts Gutes gehabt. Und dann muss man da eindeutig sagen, selbst schuld. Hätte man was Gutes gemacht. Ich meine, Ubisoft ist ja jetzt auch gerade gekauft worden, frisch. Ja, von Take wem Two. da? Och nee, warum denn Take Two? Muss das sein? GTA haben sie auch gut hingekriegt, von daher. Ja, und die ganzen Sportspiele haben sie massiv in den Sand gesetzt. Ja, die spielt ja auch keiner. Es ist jetzt kein Scherz. Sportspiele haben sie alle in den Sand gesetzt. Egal, was sie angefasst haben, das jetzt hier mein Reaper gerade gefunden. Das ist komisch. Fast platt, warum kam dann Marie nach vorne? Wow, als wäre das so überraschend. Warum kam dann Marie nach vorne? Um meinen Overlord zu snipen, vermute ich mal, aber er ist falsch geflogen. Hier bin ich auch so gut aufgepasst. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, zum Beispiel. Ja, das war nicht so gut. Was war das denn? Gegner. Ich hab mich verbaut. Ich glaube, Linie. Kann das sein? Ne, das kann nicht sein. Ich glaube, Marines. Meinst du, ich brauche Ex. mehr Linge? Da sind sie. Sarah, hast du irgendwas? Ja, gleich. Da sind zwei Marines. Nein, lass mich doch hier weg. Er sperrt mich ein oder aus, der Zahlrock. Warum hast du denn zwei Marines? Ja, weil es besser ist als kein Marine, hatte ich. Ja, bau doch wenigstens einen Bunker da. Ich kann nicht, ich hab kein Geld! Ja, der Tank wird dir sowieso nicht helfen. Ich glaube, wir sind tot. Nein, sind wir nicht. Du kannst nicht immer einfach sagen, wir sind tot. Ja, Zieh hast da du denn. gleich die Worker drauf. Hast du Worker drauf. denn. Ja, Worker nach unten bei den anderen. Wir müssen den anderen surrounden da. Der Tank wird jetzt alle unsere Worker töten. So, ich habe leider kein Geld mehr. Oh, Aber eine der Hälfte waren. Tank! Der Tank steht! Alles andere ist tot, aber der Tank. Ich muss mal ein paar Mules werfen. Nicht an deiner Natural, bitte. Also ich kann Nee. die Reinforcements alle töten, wenn du irgendwie es schaffst, wenn wir es schaffen, diesen Batzen, der gerade eine Echse tötet. Die zu Echse werde ich töten. nicht halten, da brauchen wir gar nicht versuchen. Doch, das versuchen wir jetzt. Okay, die Echse können wir halten, da müssen wir versuchen. Schweißen!
Du musst jetzt mit Mules viel machen, weil ich kann gleich nichts tun. Du musst mich ein bisschen feeden, weil ich habe 5 Worker. Bitte mal jetzt alle Regeln besitzen. Okay, dann kann ich mir ein paar mehr Linge noch holen, aber ich muss halt zwischendurch auch drohen. Ich baue auch wieder Workers. Ich glaube, ich hätte das Gefühl, das ist ein solider Plan. Ja, das war halt ein One-Base-All-In und zwar ein harter, aber sie haben eigentlich genug Schaden gemacht für die Transition. Ich baue jetzt mal keine Queens nach, weil die sind zu teuer. Transition, sag ich mal. Lass auch mal arbeiten. Ich guck mal einmal so ein bisschen über die Map, ob der nochmal kommt. Kein Income ist stärker als 3, kein Income, hab ich gehört. Ah, das ist doch hier. Sarok feedet mich wieder. Was in Umkehrschluss heißt, dass er nicht genug Einheiten baut, aber... Ich baue im Moment gar keine Einheiten. Ich setze voll auf Economy. Aber sie haben halt eine Natural. Ich auch! Ja, ich habe auch eine dritte. So ist ja nicht, aber... Das ist ja alles kein Problem. Hier offen? Nee. Ich sehe uns da im Spiel. Ich sehe uns da richtig gut. Ja, wieder 2 Mules geworfen. Das ist alles gut. Man darf nur nicht in Panik verfallen jetzt. Also meine Gold meint immerhin gut. Ja, siehst du? Kann jetzt auch ein paar Baninge morphen. Ja, Supply. Ich bin sogar Supply Block, guck dir mal an. Da war ich auch gerade. Was kein gutes Zeichen ist, aber... Also es wäre gut, wenn du gleich nochmal ein paar Tanks hättest. Ich glaube, die würden uns in der Defense am stärksten helfen. So, okay, ich glaube, nach dieser Drohnenrunde... Ich habe gar kein Supply-Depot mehr. Ja, kann man auch mal. Ich habe eine Queen gefunden, sag mir doch was. Ja, ich schweiß gerade an meiner Echse. Oh oh. Ich will nicht. Seid ihr nicht? Komm, die gönne ich mir auch noch. Es kann jetzt sein, dass wir deshalb sterben, aber... Aber warum auch nicht, ne? Hast du noch Geld oder bist du wieder im... Ja, ich nehme alles immer. Also ein bisschen Gas würde ich auch übrigens nehmen, aber... Kann ich nämlich hier Upgrades anfangen. Oh, eigentlich bin ich gerade relativ zufrieden. Diese Situation ist einfach deutlich besser, als sie vor einer Minute war. Ja gut, weil ich auch so überragend gut gemult habe. Ich scout gleich mal, ob gleich die Battlecruiser bei uns stehen. Nein. Das ist nicht immer diese Schwarzmalerei da betreiben. Das ist Schmorfsinn ist das. Aber ich mochte Schmorf. Schmorf. Wirf die Dose aus dem Was Fenster. Was haben wir denn hier? 0-0er Marines, Marauders. Tausende von Barracks. Hier kommen aber auch Tore. Der spielt auf jeden Fall Mac. Das macht so ein Bono, so ein Heidi-Style hier. Damit meine ich nicht Heidi Klum. Ach ja, die Klum, Heidi. Also er hat auf jeden Fall 1080 Tanks. Ja, geil. Ich nicht. Ehrlich, wäre schon froh mit 5. Dann bauen wir doch mal das Ding. Eigentlich würde ich das bauen, aber das brauchen wir auch. Hallo, das sollst du bauen. Hallo! Was hab ich denn eigentlich? Aber der hilft mir sowieso gar nichts, ne? Hier kommen. Geil. Von wo? Das ist eher schlecht. Ja, sie sind zu Hause losgelaufen gerade. Ich habe ja extra mich gut positioniert, um da frühzeitig... Ich habe eine Linie aus Schießdinger aufgebaut. Ja, vor allen Dingen... Ja, ich habe halt auch nur Linge aktuell. Geh doch ein bisschen nach vorne, dass wir vielleicht auch meine Basen schützen können. Das wäre vielleicht ganz nett. Vor allen Dingen meine Gold. Aber vielleicht wollen die auch einfach selber nur die Echse nehmen.
sieht aktuell so aus. Sie stehen auf jeden Fall noch hinten. Ich bin so klein, das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Nee. Da stimme ich dir zu. Nee, lass das. Warum nicht? Können wir vorstellen, ja, sie kommen. Erstmal sind es zwei Marines. Vielleicht hat er auch nur zwei Marines geschickt. Die kann ich abwehren. Das war jetzt nicht das Hauptproblem. Starke Abwehraktion, Marines. Dennoch habe ich Angst. Gebe ich ganz offen zu. Keine Angst. Keine Schmerzen. Das passt hier nicht. Ist ja frech. Links ist bei dir ein massiver Drop. Ach nö. Und vorne kommen sie, glaube ich, auch jetzt gleich. Neides. Ja, ist meiner. Natürlich. Nein, ihr nicht, ihr Scheißviecher. Was machen die denn eigentlich hier? Nee! Bau doch! Geh doch hier hin, mein Gott, ey! Ich bin schon wieder so klein. Beides! Oh, Swarmhouse! Das ist ja, was denn sonst? Wir spielen doch gegen Mac. Da spielt man immer Swarmhouse. Er hat drei Marines vergessen. So, ich habe relativ viel Geld, weiß man nicht, wie ich es ausgeben soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, genau. Wir brauchen mehr Overlord. Ich brauche nicht viel. Kommen. Sag, sie kommen. Achtung, ich schieß da rein. Ja, und ich spreng alles. So, der Rest muss jetzt von dir geregelt werden. Ich versuch's. Ich kann auch gleich noch mal ein bisschen mehr mithelfen. Meine Tanks können das ganz gut regeln hier. Ja, meine Bootlords helfen, glaube ich, auch ein bisschen mit. Also die, das biologische Zeugs ist halt tot. Wenn du Gas um mich hast, nehme ich das übrigens. Ich habe 100 Gas, wenn du das möchtest, gebe ich das. Na, das bringt jetzt nicht so viel. Ne? Also meine Tanks haben da ordentlich was gemacht. Ich hab ja gehört, du musst Tanks bauen, weil du hast gesagt, das ist das Einzige, was uns hier noch einigermaßen am Leben hält. Ja, wobei jetzt kannst du... Ja, ich weiß nicht, was du jetzt bauen solltest. Bau Tanks, ja. Du solltest halt langsam gemaxt werden, ne? Nee, das krieg ich nicht hin.
Dann nutz doch auch mal vielleicht deine Basis, die du seit 8 Minuten links hast. Wäre vielleicht angebracht, oder? Neides! Wenn du das... Kannst du da helfen vielleicht? Ich bin... Ich hab nicht die mobilste Einheit in der Welt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Aber ich sehe, dass du das da gut regelst. Töte alle Einheiten selbst mit deinem Widomax. Hat er gemacht? So, ich glaube, wir machen jetzt mal Folgendes. Also wie gesagt, wäre ganz gut, wenn du über kurz oder lang mal gemixt wärst. Ich versuch's! Ja, dann mach's doch. Was brauchst du denn? Einheiten. Ja, bau sie doch. Ja, mach ich du. Aber unter Höchstdruck. Jetzt sie schießen nicht. Wurde da hingescannt? Ich hab da hingescannt. Achso. Ja, du solltest dich auf jeden Fall mal langsam ein bisschen weiter nach vorne bewegen, Zarok. Ja, war ja, hab ich schon dabei. Guck doch mal an. Nee, lass mal die Gold belagern. Ist da oben? Ja. Aber diese Map spielen wir, glaube ich, seit über einem Jahr. Eher zwei. Also, zu langsam sollst du wissen, wo die Gold ist. Jawohl, die ist kaputt. Nein, ist sie nicht. Du sollst keine Lügen erzählen, Cyborg. Die ist kaputt! Was macht ihr eigentlich hier? Deine Tanks stehen leider ein bisschen out of position, das ist dir bewusst, ne? Zwar auch deine Tanks hätten halt geholfen, ne? Es war nett, dass du meine Rootlords jetzt heilst, aber... Ich muss mal vielleicht jetzt ein bisschen mehr injecten. Jetzt bin ich wieder ein ganzes Stück weg vom Gewächs sein. Gebe ich ehrlich zu. Aber auch nicht wenig verloren. Das Schlimme ist, dass hier unten halt noch Echsen stehen, ne? Lass mal hier unten die Echsen rausnehmen. Oh, ich sehe noch nicht mal ein Orbital. Dann ist das easy. Noch nicht mal eine Planetary. Nein! Hier ist noch nichts. Alles gut. So, was brauchst du? Einheiten, immer noch. Ja, dann bau doch mehr Productions, Aerox. Ja, habe ich doch gemacht, aber die habe ich vergessen. Jetzt habe ich kein Gas mehr. Jetzt brauche ich Gas. Ja, gebe ich dir doch. Kein Thema. Sexy. Ich habe die ganze Zeit gemaxt. imakeyousexy.com. Gib mit den eigentlich noch, oder ist er auch schon tot? Nee, der ist ja spottlich, der kann auch nicht tot sein. Der ist ja sexy.com. Ich seh da. Oh ja, oh ja. Hier stehen ja nur noch Tanks. Ich seh da große, okay, da kommt, nee, da das ist nicht anders.
Ja, lass mal nochmal. Ich versuche mal über die andere Seite auch noch zu kommen. Wir werden halt leider gerade oben gepusht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wenn du irgendwie Reinforcements hast. Ja, ganz nett. Er rennt jetzt auch noch in die Main Base. Oder wird jetzt gleich droppen. Könnt ihr vielleicht mal hier machen? Wo sind denn eigentlich meine Overseer? Ich fehle mir nämlich ein bisschen, weil hier stehen 180. Wo du meinst, kannst du hier mal vielleicht scannen? Oder? Oben. Ich habe keine Energie. Ich habe gerade alles gemacht. Dann lasse ich jetzt mal die mit Brütlingen trigger ich jetzt erstmal die Widowmark. Jetzt kann ich scannen. Bitteschön. Ja, das war's dann auch wieder mit dem Scan. Jetzt! Ich sehe da in der Mitte einen Push. Ja, ich will aber trotzdem gerade eben die Widowmines ausnehmen. Das kann kein so schlechter Fight für uns. Ja, wenn du die Vikings abräumen kannst, haben wir, glaube ich, gewonnen. Ja, das soll es. Bleib sie stehen! Kann nicht dieses Upgrade geholt. Alter, wie viele Planetaries der auch einfach hat, ne? Ich hasse ja, Leute, die nur Planetaries bauen. Easy! Naja, easy würde ich nicht sagen. Eher ein hartes Stück Arbeit. Aber gut, wir haben es geschafft. Das war tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen nach dem Early Game. Ja, ich hatte glaube ich, drei Worker. Ich habe doch auch gut die Front gehalten. Guck dir mal einmal die Workers an. Und dann, was ist dann mit denen passiert? Warum haben die nicht einfach auch so weitergemacht wie wir? Wie kann das denn sein, dass wir da so hochspringen? Wir machen das Wurzelzeichen und die machen irgendwie... Wir machen das Wurzelzeichen. Ja. Hier noch eine schöne 2 drauf. Naja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, schon beim nächsten Video vorbei. Hier oben rechts diese Folge klicken. Und jetzt erstmal von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Wir machen das Wurzelzeichen.